Willkommen zurück bei uns auf dem Leimenhof. Bei uns ist der Frühling definitiv da. Alle Rapsfelder sind am Blühen. Ich stehe hier auf unserem Silo, weil es leer ist. Und wenn unser Harvester leer ist, das ist nur so alle 2 Jahre mal der Fall, dann wird der große Service an unserer Silofräse gemacht. Und aus diesem Grund mache ich heute hier den Deckel auf, damit die Luft durchziehen kann und das letzte Gas, das noch im Silo drinnen ist, noch rausgeht, damit wir nachher sicher arbeiten können, wenn der Silofräsenmonteur kommt oder der Silofräsen-Servicemann. Langes Wort. Silofräsen-Servicemann. Gibt es das auf Hochdeutsch überhaupt? Keine Ahnung. Und da gibt es Trick 77, weil wir ja nicht möchten, dass alles Wasser in unser Silo reingeht. Aber trotzdem möchten wir auch nicht im Silo ersticken. Nach dem Winter brauchten wir unbedingt Regen. Der ist jetzt gekommen, aber es hört nicht mehr auf zu regnen. Es wäre mal toll, wenn wir jetzt in etwa eine Woche schönes Wetter hätten, um zu silieren, um nachher auch noch unsere Kichererbsen und Linsen zu säen und den Mais auch noch in den Boden zu bringen. Dann wären wir sehr glücklich. Mal schauen, wie es kommt. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie das Innere von unserem Harvestor aussieht und war jetzt noch dabei, vorher ein wenig Futter anzumischen für unsere Kühe. Und dann ist das hier passiert. Es ist Montag. Oh. Unser Stapler hat anscheinend ein wenig Luft verloren und das habe ich nicht bemerkt. Und jetzt hat das untere Teil unseres Staplers hier angehängt und direkt die Schiene aus dem Boden gerissen. Shit! Hier ist der Übeltäter, es ist ein Nagel. Und somit hat mir ein Nagel den Montag versaut. Ich werde oft gefragt, wie sieht es in so einem Silo eigentlich aus? Ein deutlicher Unterschied zwischen einem normalen Silo, wie man es so nennt, und diesem Silo ist, dass wir eine Unterentnahmefräse haben, die das Futter von unten nach außen über ein Förderband, jetzt in unserem Fall in den Mischwagen befördert. Das ist ein wenig kostenintensiver als eine Obenentnahmefräse oder natürlich ein Fahrsilo oder Siloballen, aber die Futterqualität ist unglaublich gut. Es kommt ziemlich viel Gas aus dem Silo und darum werde ich jetzt ungefähr eine Stunde warten, bevor ich da irgendwas mache, weil es einfach zu gefährlich ist. Durch das, dass ich oben aufgemacht habe, zieht es jetzt durch, wird mit Sauerstoff durchgelüftet und nach einer gewissen Zeit ist es nicht mehr gefährlich, in das Silo hineinzusteigen. Aber momentan lieber nicht. Wir sind wieder zurück im Geschäft. Der erste Schaden ist behoben. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit auch herausgefunden, warum und wieso diese Schiene herausgekommen ist. Sie war mangelhaft angeschweißt. Somit war es nicht die Schuld des Staplers, sondern es war ein 25-jähriger Baumangel, der sich hier offenbart hat.
heutigen Tag machen wir zusammen einen Ausflug. Und zwar sind wir bei einem Betrieb, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir ziehen ihre Rinder bei uns auf dem Leimenhof auf und sie produzieren Milch. Und zwar sind wir bei der Familie Nussbaumer in Wiesen. Übrigens, ihr könnt auch einen Podcast nachschauen, der ist zwar auf Schweizerdeutsch, aber für alle Schweizer noch einmal, das Ofenbänkli von Roland Nussbaumer ist in meiner Playlist. Wieso sind wir heute hier? Neueste Technik, die mich auch sehr interessiert. Und zwar hat die Familie Nussbaumer ihre gesamte Fütterung komplett automatisiert. Mit diesem Teil im Hintergrund, ihr seht, der Leli Vector, das ist ein Fütterungsroboter, der gleichzeitig auch das Futter immer wieder den Kühen zuschiebt und bis ungefähr 8 Mal pro Tag eine neue Futtermischung produziert. Und somit haben die Kühe immer frisches Futter, immer schmackhaftes Futter. Das Futter ist zum Beispiel im Sommer, wenn es wärmer ist, immer Top-Qualität. Und natürlich nimmt dieser Roboter der Familie auch sehr viel Arbeit ab. Damit der Fütterungsroboter weiß, in welche Richtung er fährt, ist diese Schiene auf dem Boden montiert und hier fährt er entlang bis an seine richtige Position. Und die ist natürlich hier am Futtertisch. Die Silofräse läuft automatisch. Der Greifarm nimmt das Heu. Die verschiedenen Komponenten werden automatisch in den Vector eingefüllt und je nach Rezept dann angemischt und, wie gesagt, in verschiedenen Phasen den Kühen gegeben. Der Roboter hat einen festen Kurs, fährt jetzt der Schiene entlang bis nach hinten und lädt nachher das Futter ab. Es ist unglaublich, was heute schon alles möglich ist. Ihr seht, das untere Teil dort dreht und schiebt das Futter näher zu den Tieren. Mit einem kleinen Laser, vielleicht sieht man ihn, er ist dort, wird die Futterhöhe bemessen und nach dieser Höhe bringt der Roboter nachher das Futter auf den Tisch. Das sind im Moment, hat mir Roland gesagt, 10 cm. Der Mischwagen ist nicht der einzige Roboter, der der Familie Nussbaumer mithilft auf dem Betrieb. Ihr seht dort im Hintergrund den Mistroboter, der allen Mist hier im Stall aufsammelt. Detailliert war das ganz sicher nicht. Es ist sehr kurz und einfach erklärt mit ein paar schönen Bildern. Mir war nur wichtig, euch zu zeigen, was heute in der Technik alles möglich ist und was momentan in der Landwirtschaft alles passiert. Ich danke euch herzlich für den Besuch bei uns auf unserem Kanal. Hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns bis dann.